So fühlt sie sich an, die Zukunft des Zockens. Rund einen Monat vor dem offiziellen Verkaufsstart können Videospielfans bei der Games Week in Paris schon mal auf Tuchfühlung gehen mit Xbox One und PlayStation 4. Die ist genial, wirklich super. Von PS3 und Xbox 360 hatte ich genug. Mal was anderes. Der japanische Elektronikriese Sony und sein US-Rivale Microsoft liefern sich im lukrativen Weihnachtsgeschäft einen Preiskampf um die Gunst der Gamer. Sony bringt seine neue PlayStation in Europa für 399 Euro auf den Markt. Die wirtschaftliche Situation in Europa ist nicht gut. Geld ist knapp. Ein gerechter Preis für unsere Konsole ist uns wichtig. Die Xbox One kostet 100 Euro mehr. Dafür ist sie mit der Bewegungssteuerung Kinect ausgestattet, die das Microsoft-Gerät zu mehr als einer Spielekonsole machen soll. Unser Konkurrent bietet eine Spielekonsole an. Die kann nur spielen. Wir haben eine Spielekonsole, die auch eine Entertainment-Konsole ist und die alle Arten von Applikationen unterstützt, ob Skype oder andere. Sony und Microsoft buhlen zudem um Exklusivtitel der großen Spielehersteller. Viele Videospielfans haben ihre Entscheidung indes schon längst getroffen. Eher die Xbox. Aber ich schaue mich mal auf der Messe hier um und habe mich noch nicht endgültig entschieden. Also warum nicht vielleicht doch die PS4? Ich denke die PS4, weil ich immer mit der PS3 gespielt habe. Meine Wahl steht jetzt schon fest. Ich bleibe der Xbox treu. Dass sich das Rennen um die Vorherrschaft auf dem Konsolenmarkt schon unterm Weihnachtsbaum entscheidet, erwarten Experten allerdings nicht. Für Sony und Microsoft dürfte es eher ein Marathonlauf werden als ein Kurzstreckensprint.